Bei diesen Bildern fragt man sich natürlich, was haben eine Metzgerei, ein Friseur, ein Fahrradhändler oder diese Brotbäckerinnen mit dem Hilfsprojekt der Weißendorfer Grundschule zu tun? Die Antwort liegt auf der Hand. Wie viele Weißendorfer beteiligen auch Sie sich an dem Zugzer-Projekt der Weißendorfer Grundschule? In der Metzgerei Zink steht zum Beispiel eine Sammelbox mit Flyern. Der Friseur Haken mietet schon mal die original indische Rikscha, um seine Kunden abzuholen. Um die Verkehrstauglichkeit genau dieser Rikscha kümmert sich Fahrradhändler Christian Weiß. Und selbstgebackenes Brot wie dieses wird an besonderen Aktionstagen nach dem Gottesdienst in der Weißendorfer Kirche St. Josef verkauft. Hintergrund all dieser Aktivitäten ist es, Geld zu sammeln für die Partnerschule und andere Hilfsprojekte im indischen Zubza im Nagaland. Damit ist die erste Frage also beantwortet. Aber da stellt sich doch gleich die nächste Frage. Wie kommt eine Grundschule im Herzen Mittelfrankens zu einer Partnerschaft mit einer Schule im Nagaland im äußersten Nordosten von Indien? Das ist schnell und leicht zu erklären. Vor circa 6 Jahren, als ich in einer Grundschulklasse hier in Weißendorf Unterricht gegeben habe, haben mich die Kinder gefragt, wie ist das in Indien? Wie ist die Situation? Wie leben die Kinder in Indien? Weil sie in Heimat und Sachkunde über das Leben eines Mädchens erfahren haben und dann im Anschluss mehr wissen wollten, wie die Kinder in Indien leben. Daraus hat sich dann eine Gebetsgemeinschaft entwickelt, daraus eine Brieffreundschaft mit den Kindern in Indien. Dass sich aus dieser Unterrichtseinheit im Religionsunterricht ein derartig großes Hilfsprojekt entwickeln würde, haben sich weder Ernst Klimek noch Pater James noch die damaligen Schüler der Grundschule Weißendorf träumen lassen. An diesen Bildern von einer der vielen Zubza-Veranstaltungen kann man erkennen, dass sich aus anfänglichen Sammelaktionen für kleinere Anschaffungen eine richtige Partnerschaft mit Zubza entwickelt, an der nicht nur die Schule und die Kirchen, sondern auch Privatpersonen und Organisationen beteiligt sind. Die Begeisterung der Kinder hier in der Grundschule Weißendorf ist sehr, sehr groß. Das liegt an der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung, aber auch, und das ist etwas ganz Großartiges, dass die Marktgemeinde Weißendorf mit dem Bürgermeister mit uns zusammenarbeitet, dass das Zubza-Projekt unterstützt wird von der Kirchengemeinde St. Josef. Und das Schöne daran ist, wir sind das offizielle anerkannte Partnerschaftsprojekt der Gemeinde St. Josef. Und ich denke, das bewirkt sehr viel. Es gibt viele Schulklassen, die Benefizaktionen für einen guten Zweck organisieren. Aber selten entwickelt sich daraus ein so nachhaltiges Projekt. Das liegt auch an den Salesianern und Boscos in Dimapur und in Zubza, also in Nordostindien, die uns unterstützen, die E-Mails empfangen, weitergeben und die Kinder in Zubza motivieren, Briefe zu schreiben, und so findet ein reger Briefaustausch statt mit unseren Kindern hier in Weißendorf. Und das Schöne darin ist, dass unsere Kinder auch die Sorgen, Nöte und das, was diese Kinder bewegt, in Zubza hier erfahren. Ich heiße Sunita. Ich lebe mit meiner Mutter, meinem Bruder und 2 Schwestern in einer Mietswohnung. Wir haben nur ein Zimmer. Mein Vater ist nach Krankheit vor langer Zeit gestorben. Ich mag meine Schule. Ich habe in der Schule viele Freunde gefunden. Das Schulgeld kommt von unseren Brieffreunden aus Weißendorf. Im Sommer schlafen wir alle auf dem blanken Zementboden, um die Hitze nicht so sehr zu spüren, weil wir keinen Ventilator haben. Nicht nur die Kinder in Zubza profitieren von diesen Kontakten. Auch die Weißendorfer Kinder lernen eine Menge. In der Bambushütte wird auf offener Feuerstelle gekocht. Die Hausfrau arbeitet meist in der Hocke oder Knie. Die Kinder schlafen meist auf Bastmatten. Der Untergrund ist harter Lehm. Am Morgen werden die Matten, damit mehr Platz in der Bambushütte ist, eingerollt. Inzwischen ist die Partnerschaft schon so fest verankert, dass es im Schulgebäude einen eigenen Zubza-Raum gibt. Dort können sich alle Schüler und auch externe Besucher über die verschiedenen Projekte in Zubza informieren. Es ist eine Vielzahl von Projekten entstanden. Wir haben angefangen mit Kochgeschirr. Dann ging es weiter mit einer Öffnung einer Sanitätsstation. Das ist Pater Gary Paye, der die ersten Medikamente an die Mütter übergibt. Dann ging es sofort weiter mit dem Trinkwasserfilter,
Die Kinder in Zubsa waren häufiger erkrankt. Der große Wunsch war den Kauf eines Wasserfilters. Als nächstes haben wir dann die Ausbildung von 20 Mädchen zu Schneiderinnen ermöglicht. Und das waren noch lange nicht alle Projekte. Neben vielen weiteren wurde auch der Bau von Gewächshäusern und die Installation einer Solaranlage ermöglicht. Das größte Projekt ist aber der Neubau der Schule in Peduscha, das 5 Kilometer entfernt von Zubsa liegt. In Peduscha ist eine Schule mit 150 Kindern, das gleicht einem Kuhstall. Es sind untragbare Zustände in dieser Schule, besonders im Januar, Februar ist es bitterkalt, die Kinder können kaum lernen. Wir versuchen, diesen Schulbau, einen Neubau zu unterstützen. Die ersten Dachziegel werden in Gemeinschaft abgeladen, zur Baustelle gebracht. Hier sieht man auf diesen Bildern, wie der Mörtel für die Betonierarbeiten zur Baustelle gebracht werden. Und besonders auch dieses Bild erscheint mir besonders wichtig. Es sind nicht nur die Kinder und die Einheimischen, auch die Menschen aus der Nachbarschaft kommen, wie die beiden Mädchen, die Baptisten sind, und mithelfen, weil sie sagen, das ist eine Schule, die hier gebaut wird für die Ortschaft, da wollen wir auch mit dabei sein. Am Ende des letzten Schuljahres wurde dieser Raum in einem kleinen Festakt von Bürgermeister Heinrich Süß eingeweiht. Die meisten der Ausstellungsstücke stammen direkt aus Zubsa. Sie sind Teil einer Wanderausstellung, mit der das Weißendorfer Zubsa-Team im ganzen Land auf ihr Projekt aufmerksam machen will. Bei der Eröffnung der ersten Station dieser Wanderausstellung im Weißendorfer Rewemarkt war viel Prominenz vertreten. Neben dem Zubsa-Team selbst, zu dem übrigens auch die beiden Weißendorfer Pfarrer gehören, war auch die Schulleitung, Kommunalpolitiker, Geschäftsleute und sogar der Bundestagsabgeordnete Stefan Müller dabei. Sie waren alle beeindruckt, was in den letzten Jahren auf die Beine gestellt wurde. Vor allem beim Aufbau der Schule. Woher haben denn die Menschen dort das technische Know-how? Das ist auf die Salesianer Don Boscos zurückzuführen, die auch eigene Architekten haben, die unten Leute vor Ort haben, die das Know-how mitbringen, um unten die Schule, die Häuser zu bauen und unsere Projekte auch umzusetzen. Ganz entscheidende Hilfe, nicht nur beim Aufbau der Schule, leistete Walter Rinderer, ein Bauunternehmer aus der Oberpfalz. Er hat sich bereit erklärt, für das Zubsa-Projekt nach Indien zu reisen und sowohl die Bauaufsicht zu übernehmen, als auch selbst Hand anzulegen. Walter Rinderer ist inzwischen zum Pendler zwischen zwei Welten geworden. Viele Aktivitäten laufen über ihn. Er war es auch, der bei der Eröffnung der Wanderausstellung Einblicke in den Fortschritt des Hilfsprojekts gegeben hat. Ab Februar wird er mit der Ausbildung von Solarmechanikern für das Nagaland beginnen. Der Kontakt zu Walter Rinderer ist übrigens über die Homepage entstanden. Daran erkennt man, wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit ist, auch bei einem Hilfsprojekt. Die Präsenz in den Medien und bei Veranstaltungen führt zu neuen Kontakten und kommt letztlich den Menschen im Nagaland zugute. Ein besonderes Highlight war der Auftritt des Zubsa-Teams im Bayerischen Landtag im Mai 2013. Auf Einladung der damaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm stellten sie ihr Hilfsprojekt vor. Mit dabei war auch die indische Tänzerin Anusia Albert, die Zubsas bei fast allen Auftritten begleitet. Natürlich war auch Regina Lehninger in München dabei. Sie ist die Lehrerin, die das Schüler-Zubsa-Team seit Jahren betreut. Wir treffen uns hier in unregelmäßigen Abständen in der Schule und haben immer wieder Kinder aus der ganzen Schule eingeladen, die uns vorher gesagt haben, sie würden gerne bei uns mitarbeiten. Dann zeigen wir zunächst mal Fotos von unseren aktuellen Projekten, weil wir eben möchten, dass die Kinder auch gleich immer wissen, Mensch, wir haben Geld gesammelt, wir haben es rübergeschickt und sofort sehen wir, was angekommen ist und was daraus gemacht worden ist. Dann kann es sein, dass wir zum Beispiel auch mal Tee verpacken, den wir dann später am Weihnachtsmarkt verkaufen. Oder wir beschließen neue Projekte. Das bedeutet, aus Zubsa kommt zuerst eine Anfrage, könnt ihr aus Weißendorf uns vielleicht bei diesem oder diesem Projekt unterstützen? Wir bereden das mit den Kindern und danach beschließen wir, was wir weiter fördern wollen. Beim ersten Zubsa-Treffen im neuen Schuljahr konnten Sie und Schulleiterin Petra Pausch viele neue Interessenten begrüßen. Um die Zukunft der Brücke von Weißendorf nach Indien braucht einem nicht bange zu sein. Ganz im Gegenteil. Sie reisen ja Mitte Oktober selbst nach Indien. Was ist denn dazu der Anlass? Anlass der Reise nach Indien ist die Einweihung unserer Schule, unseres Schulbaus in Peduscha.
Und dazu werden Mitschülern und Eltern 750 Gäste erwartet. Die Salesianer und die Schule in Bedusha hat ein großes Programm vorbereitet. Auf uns kommt einiges zu. Eins möchte ich dazu sagen, alle, die mitfahren, Delegation, zahlen diese Reise auch selbst.